Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Spiel Ubongo Junior vorstellen. Das Spiel ist für 1 bis 4 Spieler geeignet, ist ab 5 Jahren und dauert so circa eine Spielrunde 15 Minuten. Wir haben hier die kleine Variante, es gibt aber auch die große. Ich zeige euch kurz mal, wie das Spiel abläuft. Es gibt 4 verschiedene Farben für eben bis zu 4 Spielern. Je nach Farbe nimmt man auch die passenden Kärtchen, hier zum Beispiel blau. Es gibt 2 Schwierigkeitsstufen. Es gibt einmal die gelbe Seite mit 3 Puzzleteilen, das ist die schwierigere Seite, und die grüne mit 2 Teilen. Das heißt, jeder Spieler bekommt seinen Stapel, dreht die Karte um und sucht sich aus den Puzzleteilen die passenden 2 Sachen. Das heißt, hierfür benötige ich jetzt das und das. Und es geht darum, wer schneller das so hinlegt, dass es eben dieses Puzzlefeld ausfüllt. Wenn man das geschafft hat, ruft man dann Ubongo und darf diese Karte behalten. Und so schafft man die ganzen Karten ab. Wenn die Kinder kleiner sind, können die zum Beispiel diese Seite nehmen, während die Erwachsenen, um da mehr Spielspaß reinzubringen, diese Seite nehmen könnten. Das heißt, hier suche ich jetzt eben diese 3 Varianten, Puzzleteile aus und versuche sie so schnell wie ich kann eben auch hinzulegen. Das Spiel macht wirklich Spaß, weil es eben nicht langweilig ist. Man muss immer wieder ausprobieren. Das ist auch sehr gut zum Lernen, finde ich. Man tut eben immer wieder ausprobieren, die Teile, wie sie zusammenpassen. Und es wird einfach nicht langweilig. Die Kinder lieben das bei uns, deswegen kann ich das wirklich sehr gern weiterempfehlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gern meine weiteren Videos an. Macht's gut!